Lieber Ralf Samek, herzlichen Dank, dass wir mit unserem Inkish-Team heute hier sein dürfen. Unser Gespräch hat ja eine kleine Vorgeschichte. Wir haben ja mit Leuten aus Ihrem Team schon über vieles sprechen können. Und mein Eindruck, wenn ich das so zusammenfassen darf, für mich ist König und Bauer völlig entspannt auf der Überholspur. Und man sagt ja heute entschleunigt. Und ich finde das für mich ein gutes Bild. Trifft das auch Ihre Vorstellung oder sagen Sie, jetzt reden Sie uns da runter, wir sind doch ganz anders? Ja, also erstmal vielen Dank, Herr Weber, dass wir hier heute die Gelegenheit haben. Freue ich mich sehr drüber. Also das ist natürlich ein tolles Feedback. Ich hätte das jetzt nicht so gesagt, dass wir auf der Überholspur sind, aber ich gebe Ihnen natürlich 100% recht. Wir haben ein ganz tolles Team hier und wir sind schon der Meinung, dass wir in den letzten Jahren einiges richtig gemacht haben, was sich auch in schwierigen Zeiten wie heute auch bezahlt macht. Also wir haben eine ganz klare Strategie, die wir entwickelt haben, die wir auch sehr konsequent seit vielen Jahren verfolgen. Und so gesehen, ja, man könnte das so sehen, dass wir auf der Überholspur sind. Aber auf der anderen Seite, wir bleiben auch schön auf dem Boden. Denn am Ende ist es ja für uns entscheidend, dass unsere Kunden erfolgreich sind. Denn wenn unsere Kunden erfolgreich sind, dann wissen wir auch, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich sein werden. Das ist unser absoluter Fokus. Und mit entschleunigt habe ich gemeint, dass den Eindruck hatte ich letztes Jahr schon bei Ihrer Sommerveranstaltung, wo wir noch alle hier sein konnten in Radebeul. Man ist so unaufgeregt. Also alles, was hier passiert, ist sehr professionell, aber keine Hektik, die da entsteht. Und das heißt, Sie haben es ja gesagt, es gibt schon lange einen Plan. Thomas Göcke sagte heute Morgen, seit 5 Jahren mindestens beschäftigt man sich gezielt mit dem Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Ja. Das braucht Vorlauf. Und Ihre Strategie, die Sie gefunden haben, ist ja keine unmittelbare Reaktion auf Corona. Das lief ja alles schon viel früher an. Bewährt sich das jetzt ganz besonders? Ja, ich denke, das bewährt sich wirklich. Wir sind von unserer DNA her ein Unternehmen, das sehr langfristig denkt. Und wenn Sie natürlich langfristig denken und einen klaren Plan haben, dann ist doch das tatsächlich so, wie Sie es hier wohl erlebt haben, worüber ich mich sehr freue, dass es da keine Aufgeregtheit gibt, weil wir haben einen klaren Plan, wo wir auch hinwollen, wie wir uns weiterentwickeln wollen. König und Bauer gibt es jetzt seit 203 Jahren. Wir sind es natürlich auch gewohnt, auf Marktveränderungen einzugehen, aber man muss nicht immer von rechts nach links hüpfen. Ganz entscheidend ist, und ich denke, das haben alle meine Mitarbeiter verinnerlicht auch und wir auch im Management, dass wir einen Plan haben, der langfristig gilt und dass man dann natürlich in Etappen an diesem Plan arbeitet. Und ich denke, das zeigt vielleicht das nach außen, dass wir da weniger aufgeregt sind. Aber innerlich sprühen wir vor Freude, denn wenn Sie sich hier umschauen, was in den letzten Jahren hier entstanden ist, ist das, glaube ich, schon was, wo man stolz drauf sein kann. Und wir kriegen auch hervorragendes Feedback, und das ist ja auch viel wichtiger, von unseren Kunden, die mit unserem Equipment und auch mit unseren Lösungen und mit unserem Support sehr erfolgreich arbeiten. Jetzt heißt es ja hier König und Bauer Sheet Fett. Und das führt einen ja fast ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil es spielt sich ja viel mehr ab als in Anführungsstrichen nur Bogenoffset. Wir haben ja gelernt, dass es 3 zentrale Marktsegmente gibt, die Sie hier adressieren können. Wie stemmen Sie doch diese Komplexität in den Anwendungen und in den notwendigen Entwicklungen, die hier gemacht werden müssen? Also wir betrachten das immer von außen nach innen. Das heißt, wir sind im sehr engen Austausch mit unseren Kunden und wir lernen von unseren Kunden. Und wir haben vor vielen Jahren, erinnere ich mich noch sehr gut, sehr intensive Gespräche geführt mit unseren Kunden, haben gesagt, Mensch, ihr habt von uns die Druckmaschinen, was sind Dienstleistungen oder Produkte, die wir für euch noch entwickeln können? Und die Ideen kommen natürlich auch aus unserer Kundschaft, dass sie gesagt haben, Mensch, ihr in Druckmaschinen seid ihr super aufgestellt, aber es wäre auch ganz toll mit euren Fähigkeiten im Maschinenbau, dass ihr auch beim Thema Verpackung, was wir ja sehr konsequent angehen und auch leben, dass ihr da die Produktionskette erweitert. Weil man hat sich auch damals schon Alternativen gewünscht. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, okay, wenn wir doch diesen engen Kundenaustausch haben und dass der Bedarf entsprechend ist,
warum gehen wir nicht in das Thema Postpress? Und so haben wir dann vor 4-5 Jahren mit den Stanzmaschinen angefangen, also sprich die Iberica übernommen. Und dann mit unseren Ingenieuren und mit neuen Ingenieuren aus der Industrie eine neue Maschinenreihe aufgelegt, die wir jetzt uns bei unserem Digital-Event vorgestellt haben zum ersten Mal und auch super Feedback bekommen haben. Und genauso war es dann natürlich logisch, dass wir gesagt haben, wir müssen auch den nächsten Produktionsschritt anbieten. Das sind die Faltschachtelklebemaschinen. Und so haben wir ja vor 2 Jahren die Firma Duran übernommen, also heute König und Bauer Duran. Und da muss ich auch sagen, eine hervorragende Zusammenarbeit und tolle Erfolge, die wir jetzt bei unseren Kunden haben. Das heißt, ja, das ist viel, was wir hier stemmen müssen, aber auf der anderen Seite auch eine logische Konsequenz, wenn man den Kunden das Bestmögliche anbieten möchte. Weil das eine ist ja die Maschine, das andere ist die gesamte Produktionslinie. Und wenn man dann noch einen Workflow anbieten kann, der für die gesamte Produktion durchgängig ist, das gepaart mit der Digitalisierung, dass wir auch Performance-Unterstützung geben können, alles das zusammen macht unsere Kunden dann natürlich entsprechend erfolgreicher. Und das ist unser Ziel, unser Ansatz und ich denke, da sind wir gut unterwegs. Das heißt für mich zur Hardware, die klassisch Ihr Geschäft ist, kam die Software und letztendlich auch die Brainware. Weil das ist auch eine Erkenntnis aus diesem Vormittag, den wir hatten, dass natürlich digitale Transformation nicht nur heißt, dass man überall Konnektivität herstellt, sondern dass man natürlich ganz anders zuhören und reagieren kann mit Hilfe digitaler Kommunikationsmittel. Ja. Und sehen Sie das im Moment als Stärke, gerade auch in der Krise, dass Sie jetzt auf ganz anderen Ebenen viel schneller mit Kunden kommunizieren können? Herr Weber, das ist ein sehr guter Punkt und genau so ist es. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit, die uns natürlich alle belastet und auch geschäftlich eine Herausforderung ist natürlich, aber wir haben aufgrund der Digitalisierungsmöglichkeiten, die wir frühzeitig angefangen haben, auch in dieser schwierigen Zeit unsere Kunden bestens unterstützen können. Einmal über unsere Customer Community Plattform, die wir haben. Da gibt es einen direkten Austausch mit den Kunden, dass wir die Performance nach oben schrauben können bei unseren Kunden, aber auch im Service. Wir haben sofort einen 24/7-Service gestartet, der nicht nur Elektriker vorhält und Techniker, sondern auch Verfahrenstechniker, also professionelle Drucker, die jede Druckschwierigkeit kennen, die auch 24/7 unseren Kunden zur Verfügung stehen. Weil jetzt in der Corona-Zeit war es natürlich schwierig, zu den Kunden überhaupt zu reisen. Und da haben wir aufgrund der Digitalisierung und auch Visual Press Support, so nennen wir das, haben wir die Möglichkeit, über die Kamera den Kunden zu führen, um in sehr häufigen Fällen auch die Maschine eigenständig zu reparieren. Und das waren alles Technologien, die wir natürlich frühzeitig entwickelt haben, auch über die Hotline, die wir immer weiterentwickelt haben. Und können dadurch in diesen Situationen, in denen wir jetzt unterwegs sind, unsere Kunden sehr gut unterstützen. Gibt es denn da zwischen den verschiedenen Bereichen, die Sie ja abdecken, im Moment landläufig heißt ja, naja, der Akzidenzdruck tut sich schwerer, der Verpackungsdruck tut sich leichter, beziehungsweise hat teilweise sogar Zuwächse. Stellen Sie da fest, dass es ganz unterschiedliche Anforderungen gibt jetzt, was diese Art Services und Hilfestellung von König und Bauer angeht? Ja, das ist tatsächlich so. Wir sehen, dass unsere Verpackungsdrucker, die einen Großteil unseres Geschäftes ausmachen, eine sehr, sehr gute Auslastung haben, oftmals sogar Überlast, die natürlich auf diese digitalen Möglichkeiten besonderen Wert jetzt setzen. Und da ist auch ein Umdenken passiert. Wir haben früher auch unsere Dienstleistungen angeboten, da war aber nicht jeder Kunde so offen für die Möglichkeiten. Jetzt hat man natürlich gemerkt in der Krisensituation, welchen Vorteil und welche Produktionssicherheit man mit den Technologien doch erreichen kann. Und da sehe ich schon einen Wandel, dass man sehr viel mehr auf das Thema Digitalisierung auch auf Kundenseite setzt, als vielleicht noch vor der Pandemie.
Und bei den Akzidenzdruckern sehen wir ein anderes Bild. Da ist mehr die Auslastung geringer. Und da geht es einfach mehr darum, wie können wir da unterstützen. Aber das ist dann eher ein Thema, wenn die Maschine ausfällt. Aber Die Effizienz ist dann eher das Thema. Große Druck ist da zurzeit stärker bei den Verpackungsdruckern. Ja. Und wenn wir über Verpackungsdruck reden, reden wir natürlich über ein Thema, was so im Frühjahr hochgeschaukelt ist, nämlich braucht man im Verpackungsdruck, braucht man den Großformat-Offset-Druck, Bogen-Offset-Druck, ja oder nein? Und wenn ich es recht weiß, Sie halten ja daran fest. Ja, nicht nur das. Wir investieren weiter ins Großformat. Also nochmal, wir haben die Top 30 Druckereien in der Verpackungsindustrie, haben König und Bauer Maschinen. Und wenn ich unsere Kunden mir anschaue, sehr, sehr viele haben natürlich auch Großformatmaschinen. Weil es gibt ja verschiedene Anwendungsgebiete. Es gibt, ich sage jetzt mal, die Müsli-Verpackung von einem großen Hersteller, die in Millionenhöhe produziert wird. Und so gibt es natürlich viele Lebensmittel oder andere Verpackungen, die in hohen Auflagenhöhen gedruckt werden. Und der Trend wird auch weiter fortgeführt sein. Natürlich gibt es auch den anderen Trend, kleinere Auflagen und noch kleinere Auflagen für Aktionen, für ein Saisongeschäft. Das gibt es natürlich auch. Aber das Großformat ist ein Markt, da sehe ich sogar noch Wachstum. Und wir investieren in unsere Großformatmaschinen und sind da auch ganz froh, dass wir den Marktanteil so hoch haben. Und das ist ganz klar, das ist unsere Kernkompetenz. Und da werden wir auch weiter im Markt stark unterwegs sein. Und Sie sprachen davon, gerade die Top 30 sind daran interessiert. Sicher werden diese Top 30 mehr Marktanteil haben als nur 30%, ja? um es mal zu pauschalisieren. Stellen Sie nur dort das Interesse für den Großformat fest oder auch bei Betrieben, die an und für sich in ihrer Marktwirkung und im Volumen, das sie stemmen müssen, kleiner sind? Ja, das gibt es auch und da sehen wir auch einen Trend, sogar vom 3B-Format ins Großformat. Weil Sie können ja mit einer Großformat im Prinzip die doppelte Menge ausstoßen. Und Sie können natürlich auch 2-3B-Maschinen oftmals mit einer Großformat ersetzen. Was man natürlich dazu sagen muss, die Rüstzeiten sind mehr oder weniger identisch. Und wir sehen da einen guten Markt. Und wenn ich die letzten Jahre mir anschaue, das ist mindestens ein stabiler Markt für uns. Im Gegenteil, wir haben im letzten Jahr auch wieder deutlich mehr noch verkauft und wir sehen auch jetzt, selbst in der Krisensituation, überhaupt kein Abreißen. Also das Großformat ist für uns ein sehr stabiles Geschäft, auch mit Wachstumsmöglichkeiten. Wie muss man sich denn zeitmäßig diese Zyklen vorstellen? Also bis es zu einer Entscheidung kommt, gerade im Großformat zu investieren, bis hin zu dem Punkt, dass dann tatsächlich die Maschine geprüft im Werk wird, wird ausgeliefert, wird installiert und in Betrieb genommen. Können Sie da uns ungefähr ein Gefühl geben, welcher Zeitraum? Gerne. Also der Kunde entscheidet manchmal sehr schnell, wenn er einen neuen Großauftrag bekommen hat und sagt, oje, ich habe nicht die Kapazität, also ich brauche schnell eine Maschine. Da sind wir manchmal immer überrascht, dass man dann schauen muss, dass man schnell eine Maschine für den Kunden bauen kann. Aber in der Regel ist es so, wir haben Lieferzeiten in der Größenordnung 9 Monate heute. Und bis die Maschine dann installiert ist und in Produktion geht, kommt natürlich aufs Land an. Sie müssen die Maschine dann vielleicht über den großen Ozean noch bringen. Aber Sie können sagen, nach 12 Monaten sind Sie in voller Produktion vom Tag an, wo Sie bestellt haben. Das heißt, da muss schon sehr vorausschauend agiert werden. Das ist ja, glaube ich, auch eine Besonderheit bei den Verpackungsdruckern. Das ist ja kein Ad-hoc-Geschäft wie im Akzidenzdruck, wo sie von heute auf morgen alles ändern kann. Verpackungsdrucker entwickeln ja sehr oft mit ihren Kunden langfristige Beziehungen und man muss einfach vorausschauend arbeiten. Und das bringt mich zu einem anderen Thema, was auch ein wichtiger Gesichtspunkt war in unserer Diskussion und Beschäftigung mit digitaler Transformation. Und das ist ja nicht nur die Kundenzentrierung, das ist ja eine Willensbekundung. Es ist aber, wenn sie dann funktioniert und auch das Vertrauen, das sich aufbaut. Mhm. Und das würde ich neben der Überholspur als zweiten wichtige Erkenntnis von mir heute aufführen.
das Vertrauen, das Sie in Ihre Kundschaft haben, aber natürlich auch Ihre Kundschaft in Sie. Ist das etwas, was so nebenbei passiert, oder arbeiten Sie da gezielt dran und passen wie in der guten Ehe immer schön gegeneinander, gegenseitig auf sich auf? Ja, also das ist genauso, wie Sie sagen, wie in einer guten Ehe. Wir sind im sehr engen Austausch mit unseren Kunden, und ich sag mal, eine Spezialität von uns ist folgende, dass wir mit den Kunden uns sehr intensiv auseinandersetzen. Was ist wirklich sein Bedarf? Was sind Entwicklungsmöglichkeiten, die er sieht für seine nächsten 5 Jahre? Wie können wir ihn da unterstützen? Einmal vom Maschinenbau her, dass wir eine customized Maschine ihm anbieten, die ihm auch wirklich Wettbewerbsvorteile bringen und auch Cost Savings. Und auf der anderen Seite natürlich auch, welche Dienstleistungen können wir anbieten, um ihn da zu unterstützen. Weil das eine ist natürlich, wenn man die Druckmaschine installiert und sagt, viel Glück. Die andere Seite, was wir natürlich sehr häufig und sehr intensiv machen, dass wir sagen, hier ist die Druckmaschine und jetzt begleiten wir dich, lieber Kunde, dass du wirklich auch das Maximale aus der Maschine herausholst. Und da sind wir im sehr engen Austausch, auch im regelmäßigen Austausch. Also jetzt nicht nur Instruktion und dann verabschiedet man sich, sondern dass man im regelmäßigen Austausch mit dem Kunden immer noch mal nachfühlt, wo klemmt's, wo können wir unterstützen. Wir haben auch immer wieder neue Produkte beim Thema Digitalisierung, dass wir neue Produkte anbieten können, auch auf unserer Customer Community, die wir dann den Kunden vorstellen, um ihnen da auch noch weitere Unterstützung anzubieten. Also es ist ein, wie in der Ehe, muss man auch mit dem Kunden, und das machen wir regelmäßig, im ständigen Austausch sein. Es ist nicht alle 7, 8 Jahre mal das Gespräch, weil eine neue Maschine ansteht, sondern ein permanenter Austausch. Und ich sage immer, das ist heute, sehen wir uns als Trusted Advisor und nicht einer, der eine Druckmaschine baut. Und der Trusted Advisor hat ja immer ein Ziel, dass der Kunde erfolgreich ist. Und mit dem Ansatz versuchen wir unseren Kunden natürlich über die gesamte Lebenszeit der Maschine oder der Maschinen, nicht nur Druck, sondern auch Postpress und ja auch digital, den Kunden entsprechend zu unterstützen. Und gibt es auch so ein bisschen diesen Effekt, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, was Sie sagen, und so kenne ich eigentlich König und Bauer schon seit über 30 Jahren, dass man sehr individuell und spezifisch auf Kunden eingeht. Ja. Also ich hatte damals mit einem Kunden von Ihnen in der Nähe von Frankfurt zu tun, der hat mit einer Standardmaschine, eine Bogentiefdruckmaschine, hat er eine Spezialität entwickelt zusammen mit ihren Ingenieuren, keramischer Tiefdruck, also der konnte Keramik bedrucken. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend, weil ich mir gedacht habe, das gibt es ja eigentlich kaum. Normalerweise muss man von der Stange kaufen und sehen, dass man dann das macht, was alle anderen auch machen. Mhm. Und ist jetzt so ein bisschen dieser Bienenblüteneffekt, den Sie im Sinn haben, durch diese Customer Center-Idee, die es jetzt hier gibt, kann ja ein Kunde nicht nur das kennenlernen, was er ohnehin macht, sondern er kann sich ja inspirieren lassen, sind auch andere Anwendungsbereiche für mich interessant. Ist das etwas, was Sie aktiv fördern, oder ist das etwas, was einfach passiert, weil der Kunde sich interessiert? Nein, das fördern wir aktiv, und das sehen Sie eigentlich auch hier an unserem Standort. Wir haben ja doch ganz schön Geld in die Hand genommen. Mit unser Customer Experience Center haben wir ja folgenden, genau diesen Gedanken weiterverfolgt, dass wir sagen, wir wollen unsere Kunden noch besser beraten, damit sie diesen Wettbewerbsvorteil haben. Und das sehen Sie auch hier in Radebeul. Wir haben ein Customer Experience Center nur für die Verpackung. Wirklich von Workflow, also Pre-Press, Press und Post-Press, also die gesamte Schiene haben wir hier aufgebaut, um genau das zu erreichen, was Sie gerade sagen, dass wir dem Kunden Ideen geben können und neue Ideen geben können, wie sie sich im Markt noch besser aufstellen können. Und das Gleiche machen wir in einem anderen Gebäude für die Etikettenindustrie und genauso auch für die Akzidenzdrucker. Also ganz speziell auf die einzelnen Kundengruppen fokussiert, und das Ziel ist, den Kunden neue Ideen mitzugeben und ihn da zu unterstützen, dass er bestens aufgestellt ist. Das ist unser Anliegen, und deswegen haben wir diese Investition hier auch getätigt. Und wenn ich mal so ganz unbedarft fragen darf, dieses eigentliche Thema digitale Transformation, Sie sind ja seit April, glaube ich, auch für den Konzern
der Chief Digital Officer geworden, was ja irgendwo Beleg dafür ist, dass sie das, was sie für Sheetfed machen, ganz gut hinkriegen, scheinbar, ja, und müssen das jetzt übertragen. Sind denn diese Themen digitale Transformation auch immer Bestandteil der Kundengespräche? Ist das etwas, was von Kunden begrüßt und nachgefragt wird? Oder ist das etwas so nach dem Motto, Engländer, Amerikaner würden sagen, it just happens? Ja, also die ersten Jahre, muss ich sagen, war es so, dass die Kunden noch nicht so den Zugang dazu hatten. Dann hat sich das so langsam entwickelt mit den Kunden. Und mittlerweile muss man sagen, auch beschleunigt durch die Corona-Situation, dass der Kunde mehr und mehr den Mehrwert sieht. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben einen großen amerikanischen Kunden, der hat uns gechallenged, Gott sei Dank, muss ich sagen, und hat gesagt, Mensch, wir haben doch Maschinen von euch und wir haben unterschiedliche Werke. Könnt ihr uns da noch besser unterstützen? Und da haben wir gesagt, jawohl, und wie? Ja, wir haben da auch Möglichkeiten beim Thema Digitalisierung, um ein Performance Report, Benchmarking und so weiter. Wir haben das ganze Klavier gespielt. Und tatsächlich, das Projekt lief ein Dreivierteljahr circa und wir haben eine Performance-Steigerung von unterschiedlich je Standort, aber zwischen 10% und 15% erreichen können. Ja, ist nicht. Natürlich hat der Kunde danach weiter bei uns Maschinen gekauft. Und ich sage mal, das zeigt einfach dieser Trusted Advisor-Ansatz. Wir wollen dein Partner sein, wir wollen dir helfen. Das ist beim Thema Digitalisierung natürlich ein ganz entscheidender Aspekt, den die Kunden mehr und mehr auch annehmen. Und da wollen wir auch noch deutlich mehr unseren Kunden offerieren. Heißt das denn auch, wenn diese Interaktion zum Kunden, diese Zusammenarbeit sich intensiviert, hat das auch Einfluss auf das Innovationsverhalten bei Ihnen im Haus und auch die Innovationsgeschwindigkeit? Weil mir fiel heute Morgen ein, man kennt immer im Softwarebereich so 6 bis 12 Monate, dann ist was komplett entwickelt. Im Hardwarebereich waren es 18 bis 24 Monate. Die Taktung ist ja eine viel höhere geworden. Ist das jetzt eher ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn die Kunden besser drängeln können als vorher? Also ich finde, das ist ein Vorteil. Und hat sich bei uns im Hause natürlich auch einiges getan. Denn man darf das nicht wie ein Projekt sehen im Maschinenbau, sondern man muss da den agilen Ansatz wählen. Das heißt, man kann nicht erst, ein Produkt entwickeln, also ein Softwareprodukt entwickeln und bis es dann fertig ist, dann führt man es ein, weil dann ist man 3 Jahre älter oder 4, sondern man hat den agilen Ansatz, dass man ein Produkt in Scheibchen schneidet und jedes Scheibchen einzeln in den Markt einführt und sofort korrigiert, wenn man vom Kunden entsprechendes Feedback bekommt, wo vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit ist. Also wir haben da diesen agilen Ansatz, das funktioniert sehr gut. Wir haben da ja auch einen engen Austausch mit verschiedenen Kunden, die für uns die Dinge auch testen. Und so gesehen, ja, das hat sich deutlich beschleunigt. Wenn wir dieses Thema digitale Transformation oder dieses erweiterte Aufgabengebiet auf den Konzern noch ein bisschen anreißen dürfen, das fände ich besonders spannend. Ist da Sheetfed jetzt ganz weit vorne oder sind auch andere Bereiche schon auf Augenhöhe? Wie ist so das Gefälle oder was ist eigentlich so die zentrale Aufgabe, die Sie jetzt haben, wenn man sozusagen den Rollout auf den Gesamtkonzern machen muss? Ja, also muss man auch Folgendes sagen, die anderen Business Units haben natürlich auch nicht geschlafen und haben auch Dinge entwickelt, die wir vielleicht noch gar nicht so im Blick hatten. Und wir haben natürlich schon sehr stark investiert in den letzten Jahren und sind sehr stark in diese Richtung gegangen. Das heißt, 2 Aufgaben. Eine Aufgabe ist das, was wir schon umgesetzt haben und die Projekte, an denen wir arbeiten, zu übertragen, da wo es Sinn macht, auf die anderen Business Units, aber genauso gut die Ideen aus den anderen Business Units auch zu bündeln und dann zu eruieren, was sind Produkte, die wir weiterentwickeln wollen, wo wir vielleicht auch noch mit mehr Geld reingehen oder was sind Produkte, die vielleicht nicht lohnenswert sind. Also es ist eine Koordination, aber natürlich auch eine Beschleunigung der ganzen Ideen, um zusätzliche wertvolle Produkte unseren Kunden anzubieten. Das heißt, im Rahmen dessen findet auch praktisch sowas wie ein
Wissensarbeitsaustausch statt, weil das stelle ich mir spannend vor. Ich staune ja immer wieder, in welcher Breite König und Bauer eigentlich eine Printtechnik-Kompetenz hat. Also ich kenne keine andere Firma, die wirklich in so facettenreich und variantenreich... Wir haben den Digitaldruck noch gar nicht angesprochen. Ja, eben. Das ist nämlich auch eine ganz spannende Sache. Ja. Und das stelle ich mir dann spannend vor, auch im Sinne Wohle der Kunden. Und auf den Digitaldruck wollte ich natürlich zu sprechen kommen. Da ist ja auch sichtbar, dass König und Bauer ja nicht meint, man muss irgendwie das Rad zum fünften Mal neu erfinden, sondern sehr kooperationsbereit, willig und auch fähig ist. Und Sie haben ja ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Durstgruppe. Und vielleicht können Sie uns da nochmal sagen, was ist daran das Besondere? Weil das Geschäft dort kann man ja nicht unbedingt mit dem klassischen Radebeul-Geschäft vergleichen. Ja, also das ist auch ein Projekt, muss ich sagen, ein Joint Venture, das wir ja gegründet haben mit der Firma Durst, das sehr viel verspricht. Und wir arbeiten jetzt seit, ich denke, anderthalb Jahren sehr eng zusammen. Von der Bogenseite her ist das Projekt die Varijet. Und die Varijet hat man deutlich weiterentwickeln können in sehr kurzer Zeit mit der hohen Kompetenz, die Durst hat, sodass wir auch planen, im nächsten Jahr in den Markt zu gehen. Und die Ergebnisse, die wir mit der Technologie erzielen, ist wirklich hervorragend. Also die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Aber ja natürlich nicht nur Business Unit Sheetfed, sondern auch mit den anderen Business Units, also Digital und Web. Alles, was corrugated ist, also Wellpappe, auch da haben wir natürlich unser Joint Venture, die Projekte gemeinsam. Und es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Also da bin ich sehr gespannt, wenn wir die Maschine oder die Maschinen dann dem Markt vorstellen. Wir glauben an den Digitaldruck. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil das eine oder andere hat man ja in der Presse von anderen Firmen gehört. Wir glauben dran, wir investieren. Und wir werden mit der Varijet in den Markt kommen. Das ist eine Maschine für den Faltschachteldrucker. Und zwar haben wir da einen ganz besonderen Ansatz. Das ist eine reinrassige Digitalmaschine oder eine Hybridlösung. Das heißt, mit unserer Technologie können Sie digital und Offset und Flexo kombinieren. Und das ist die Besonderheit. Und dadurch erreichen wir ein TCO, der extrem interessant ist. Ist denn dieses Joint Venture, die König und Bauer Durst Firma, ist das eine reine Entwicklungsfirma oder kümmern die sich auch um Marketing, Vertrieb und alles Mögliche? Also ja, das ist aber sauber aufgeteilt. Zum Beispiel für die Varijet, weil es die Faltschachtelkunden sind, wird die Sheetfed-Organisation den Vertrieb und auch den Service übernehmen. Die Entwicklung ist eine gemeinsame Entwicklung. Also wir machen alles, was mit Papiertransport ist und was Trocknertechnologie ist. Und unser Partner Durst ist für den gesamten Digitalbereich verantwortlich. Und das ist ganz klar abgegrenzt, wer welche Kompetenz hat. Und die Zusammenarbeit funktioniert halt wirklich da hervorragend. Sie gucken so zufrieden. Stimmt was nicht? Also doch, es stimmt alles. Also ich muss auch sagen, mir macht es einen Riesenspaß. Und mir macht es vor allen Dingen auch Spaß mit meiner Mannschaft. Denn eins muss man auch sagen, alles das, was Sie hier gesehen haben, die neuen Produkte, das ist ja schon ein Feuerwerk, was wir da gezündet haben. Ob es die Druckmaschine ist, ob es Postpress ist mit der neuen Faltschachtel-Klebemaschine mit den neuen Stanzen, Rotationsstanze oder auch Flachbett. Das sind alles Neuentwicklungen. Und dann noch das Thema Digitalisierung. Also da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren viel bewegt. Und so gesehen, ja, da bin ich zufrieden. Das kann nie schaden. Wenn jetzt so die Fee vorbeikäme und würde sagen, lieber Ralf Samek, du hast drei Wünsche frei. Was wäre das denn? Also ich würde sagen, noch mal 15 Jahre jünger. Dann könnte ich ja noch... Der Wunsch ist erfüllbar, ja. Nein, also ich bin ziemlich wunschlos glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wichtig ist natürlich auch, dass die eigene Mannschaft, die eigene Familie dabei gesund bleibt. Da haben wir auch uns natürlich sehr darauf konzentriert, dass wir uns um unser Personal auch kümmern hier in der schwierigen Situation. Also es wäre natürlich schön, wenn man da mal ein ruhigeres Fahrwasser bekommt. Weil eins ist auch klar, am Ende müssen wir auch Ergebnisse erzielen.
Wir sind gut unterwegs, wenn man das so sagen kann in einer Krise. Also wenn man VDMA sich zum Beispiel anguckt, Maschinenbau für die Druckindustrie, -36% Auftragseingang nach 5 Monaten, da liegen wir bei -12 nach 6 Monaten. Also wir sind im Vergleich zur Industrie gut unterwegs, auch sehr gut, aber dennoch, so eine Krise braucht keiner. Und das wäre ein Wunsch, den ich hätte, dass man wieder in normale Fahrwasser kommt. Weil ich glaube, das ist gerade für Ihr Geschäft wichtig. Man darf gar nicht so sehr auf den Umsatz gucken. Die Stellgröße ist ja der Auftragseingang. Ja. Und 36 oder bisweilen auch 44% ja, sind dann natürlich schon fast existenziell bedrohlich. Das ist ja so, ja. Und da sind wir mit 12,9, um die exakte Zahl zu sagen, jetzt bei ja, Sheetfett weniger als Vorjahr. Und das Vorjahr war wirklich auch ein gutes Jahr. Muss man sagen, sind wir da sehr erfolgreich im Vergleich zu anderen unterwegs. Dann danke ich. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Zeitguthabens angekommen. Es war nochmal sehr interessant, diese zusätzlichen Aspekte zu bekommen. Wann immer Sie jetzt noch was sagen wollen, was Sie immer schon mal sagen wollten, sich aber bislang nicht trauten, Sie können es ruhig machen. Ansonsten ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch in dieser interessanten Umgebung und ich fürchte, wir sehen uns wieder. Ja, und ich wünsche mir, dass die Krise schnell vorbeigeht für unsere Kunden an erster Stelle, aber natürlich auch für alle, die mit der Druckindustrie zu tun haben. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Herr Weber, für das gute Gespräch. Danke, Herr Sameck.